Leute, wir sind in Istanbul. Und Emre und ich sind das erste Mal in unserem Leben in ein anderes Land zusammen, ja. Sonst waren wir immer in NRW zusammen. Und wir nehmen euch auf jeden Fall heute mit. Wir sind genau 24 Stunden zusammen. Er fliegt morgen wieder nach Deutschland. Und wir sind gestern nach Istanbul gekommen. Und er war früher als uns da. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Vlog und einen Daumen nach oben. So, wir frühstücken jetzt. Wir sitzen hier bei Smith Saray. Wir sind in Kadıköy. Und schauen auf unsere schöne Aussicht. Wir haben so gedacht, wir essen etwas Kleines, weil wir heute noch sehr viel essen werden. Zucker? Nein. Zucker hast du da. Mehr Behandlung. Emre, fühlt man sich mit mir im Urlaub? Nach wie fühlst du dich mit mir im Urlaub? Nach diesem neuen Jahr, als ein anderes Land. Ich kann immer nur in NRW fahren. Ein anderes Gefühl. Aber wäre gut, wenn du mein Gefühl zeigen würdest. Jo. Das schmeckt richtig lecker, Leute. So, wir sind jetzt in einem Geschäft und der Emre wird durchdrehen mit uns. Emre, du hast das ja schon in Deutschland mit mir shoppen zu gehen. Ne? Heute darfst du, heute ist Freifahrtschein. Danke, ist Schatz. Das ist echt sehr, sehr lieb von dir. Ich weiß. So bin ich zu dir. Pulli gefällt. Dana, nichts gegen meinen Mannequin, ja? Der ist morgen weg, dann bin ich mit euch alleine. 75. Das ist gar nicht. Ich finde, soll ich mir den kaufen? Ich will den kaufen. Zeig mal. Wie lang der ist. Der ist perfekt lang. Ich muss den auch haben. So, wir sind fertig mit Shoppen. Lass uns mal eben den Abend. Der Arme muss es heute mit uns ertragen. Der hat sich hier. Der hat hier auf uns gewartet. Noch mehr Lust. Entscheidet. Wir gehen jetzt weiter. Wohin gehen wir, Eminönü? Eminönü. Da, wo man Fisch mit Brot essen kann. Das schmeckt richtig lecker. Ist doch das was? Oder blamier ich mich? Aber du assoziierst das die ganze Zeit damit, dass wir hier stehen. Ja, Emine, ne? Ich weiß gar nicht, warum ich immer so diesen Traum hatte, mit Berivan nach Istanbul zu kommen. Das war der größte Fehler. Warum? Sag mal, warum? Jeden Laden mit. Sag mal, Emine, du, das war doch dein Traum. Ja. Aber es war nicht mein Traum, jeden einzelnen Laden abzuklappern in Istanbul. Aber du hast. Ich hab zu dir gesagt, setz dich hin. Ich hab zu dir gesagt, Emre, du wirst die Krise bekommen. Du so, nein, Istanbul darfst du. Ich hab zu dir gesagt, setz dich hin und trink deinen Kaffee. Ist alles gut. Ja, also warum bist du? Sei mal ehrlich. Ey Leute, egal wo ich hingehe, ne, reich Kurde. Und wir sind gerade in so einer Straße reingelaufen. Da hatte so ein Geschäft Halaya an. Ich hatte voll den Drang mit Emre so auf einmal so. So, Leute, wir sind auf der asiatischen Seite und werden gleich mit der Fähre auf die europäische Seite gehen. Also das heißt eigentlich lange 22 Uhr. Das ist so schön. Ich liebe Istanbul. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich hier bin und das ist richtig schön. Zwar ein bisschen überfüllt, aber empfehlenswert. Also man muss auf jeden Fall Istanbul gesehen haben. Schaut mal. Die andere Seite. Ne, da. Dahin müssen wir. Und da fahren wir mit der Fähre hin. Wie teuer ist das, Emre, mit der Fähre? Ich weiß nicht, aber ich glaube 2,80, 3 Lire oder das so. Ist gar nichts. Überleg, 50 Cent oder so. Allein schon die Aussicht und dass man sowas erleben kann. 50 Cent? Ich weiß nicht genau. Können wir gleich schauen. Können wir es genauer sagen? Ja.
You ready? Du musst nicht immer zu uns, ne? Okay, ich aber noch mit mir. Du auch nicht, mehr aber. Was? Der Weg jetzt nicht. Das Gebot ist bestimmt teuer, ne? Ja. Warum sagst du jetzt zu ihr Miss Gebot? Ich hab das, Oh, ich dachte, das ich hab, mein Schatz, das, die war bestimmt teuer, die Kamera. Ja, Schatzi, Brudi. Oh, wir lieben uns voll. Geschwisterliebe. So, sollen wir jetzt ins Wasser rein? Kübler hat jetzt erwarten. Wir sind jetzt auf der Fähre. Bitte. Schaut mal bitte, wie schön das ist. Wenn meine Kamera fällt, ne, Emre, dann wirst du reinspringen. Achso. Stellt euch mal vor, ihr würdet hier leben. Man wird, glaube ich, gar keine Sorgen haben. Ist das schlecht? Schlecht. Ist hier schlecht? Ach so, ja. Ich hätte schon auch nicht mitgenommen. Wenn wir sitzen. Wir sind nämlich so für heiße Übelkeiten. Also, ist hier schlecht, schon. Aber im Moment wird mir auch nichts. Leute, es geht los. Da soll aber auch die Gegend sehr schön sein. Ja, das habe ich gesehen. So, wir sind jetzt Eminönü und jetzt fühle ich mich in Istanbul. So, davor warst du? Davor war ich auch in Istanbul, aber ich habe mich nicht so gefühlt, als wäre ich in Istanbul. Mit Emre. Auf jeden Fall, Leute. Ich glaube, wir hatten das noch mal getrunken, oder nicht? Gel, Elmer! Gel, Elmer! Salzig, ne? Mandela, 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 Mandela. Ich mag es etwas. Trink. Voll. Trink. Nein, trink. Ich esse zum Beispiel. Mandela, Mandela. Nein, aber ich habe einfach so gekauft, weil ich das mag, weißt du? Ich mag das. Das ist übertrieben. Also Leute, das ist hier Eminönü. Eminönü, die Reiseleiterin von Merivan. Zeigt euch alles. Slemanie Moschee, Eminönü Moschee. Balık ekmek ist da. So, jetzt sind wir in Eminönü, in der Umgebung vom sogenannten Mısır Çarşısı. Ich glaube, die lieben es, sich über Touristen lustig zu machen. Deswegen machen sie diese Faxen mal Maxen. Ich will jetzt auch ein Stück davon. Mein Penner, Leute. Wir sind jetzt in einem Café. Leute, das ist so schön hier. Ich zeige euch mal die Aussicht. Das ist einfach so irgendwo auf dem Dach ein Café und das ist so schön. Schaut mal. Wir sind immer noch in Eminönü. Auch schon was für meinen Kenner gekauft. Ja, die sind hier so günstig, Leute. Also. Die Geschwister von Knevich. Wie heißt du überhaupt? Das war doch Knevich. Oder andere. Diese zwei Geschwister, die sie immer gestritten haben. Von Cinderella. Ja, ich sag Schneewittchen. War das Cinderella mit zwei Geschwistern? Egal, Schneewittchen finde ich gut. Ja, ne, finde ich auch. Auf jeden Fall, die zwei, ne? Die zwei. Auf jeden Fall, die sind so günstig, Leute, weil die sind in der Türkei voll teuer. Ich habe mir so ein paar Kleinigkeiten gemacht. In Deutschland voll teuer. In der Türkei, ich bin, das ist dein, ich habe dich seit einer Woche nicht gesehen und
Du musst verstehen, ich bin ja, 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 ja. Die sind so schlimm, ey. Guck mal, die sind die leiden richtig. Die eine, die hat keinen Freund, die andere ist verlobt und wir genießen unser Leben. Eine Regel, wenn ich meine Tüte so mache, muss die einmal... Müssen wir einmal, was? Die einmal durchkommen. Auf jeden Fall gehen wir gleich, wo denn? Gehen wir gleich bei Nüsslet essen, Leute. Nüsslet ist sehr bekannt. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. So. Und ja, ich gucke hier noch ein bisschen nach Cheese. Ich wollte ja mein Henna-Kleid von hier kaufen, aber wir haben noch nichts gefunden. Und ich werde euch meine Hochzeitskarten gleich zeigen, weil meine Hochzeitskarten sind fertig. Ich freue mich richtig drauf. Mein Schatz hat Angst um mich. Da ist Karajaho. Da wollte ich auch reingehen mit Emre. Daha düz desen olsun. Daha düz desen. Düz, aynen. Düzlerin şu şekilde pamuk şekerler de var aslında. Ya kuma işlemiş. Şöyle. Şöyle. Bu da aslında. Bunlar da kullanım modelleri değişiyor. So, jetzt sind wir bei Nüsslet. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr hier schon mal essen wart. Ja, ich dachte, der wäre echt. Salat ist schon mal da. Was ist das, Emre? Ach so, das ist Zwiebel, ne? Das sind Zwiebeln, ja. Soweit gegessen. Jetzt sind wir beim Dessert-Part. Wir sind jetzt in SNL und gehen Emrys Cousin besuchen. Wir sind fix und fertig. Ja. Leute, wir müssen erst einen Berg hochlaufen. Jetzt müssen wir einen Berg runterlaufen. Von da ganz oben. Das heißt nicht umsonst, jede Treppe Istanbul. Yeah. Ja. Istanbul ist und auf 7 Hügeln aufgebaut. Und SNL soll eine sehr asoziale Gegend sein, ne Schatz? Ja. Also das ist so richtig Istanbul und ich fühle mich auch hier in so richtig Istanbul. Überall liegt Müll rum und so. Jetzt sind wir in den Insider-Gebieten. Ja. Favelas von Istanbul. Ihr wollt nicht meine Schuhe sehen. Ich habe die hinten umgeknickt, weil ich so Füßeschmerzen habe. Aber das hat nichts mit meinen Schuhen zu tun, sondern mit meinen Socken. Die rutschen die ganze Zeit runter und ich kann nicht mehr. Mach die Kamera langsam aus. Die Leute gucken uns komisch an. Ja, weil ich glaube, die kennen sowas nicht. Leute, unsere Einladungskarte sind fertig. Die haben wir in der Türkei machen lassen. Schaut mal, ich zeige euch das mal. So sehen unsere Einladungskarten. Never hanım, buyurun. Das sind unsere Henna-Karten. Da, meine Henna-Karten. Biribanın kına gecesi. Hochzeitskarten. Hier könnt ihr die Namen schreiben, ne? Das ist für den Tischen. Biriban und Emre Dünümüze. Hoş geldiniz. Voll schön. Ich möchte mein Dingen ziehen. Mein Gästebuch.
wollte ich sehen. Da ist eine Folie drauf. Mein Gästebuch. Da steht auch Bedivan und Emre. Und da kann man einfach reinschreiben. Die haben mir alle aus der Türkei bestellt, aber ich werde ja noch so viele Vlogs hochladen und werde euch erzählen, warum ich die in der Türkei bestellt habe. Die sind aber richtig schön, also die gefallen mir richtig. Der freut sich, dass er morgen fliegt. Wenn meine Mutter mal dran gehen würde, wäre ich happy. Wie geht's weiter? Weiß ich nicht. Sahilde in Sahlar, Kolkola. Brauchst du die nicht dann? Boah, wir sind wach. Okay. Wir machen uns jetzt fertig. Emre ist weg. Ich hoffe, mein Kurzvlog mit Emre hat euch gefallen. Wir würden uns über einen Daumen nach oben freuen. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Ciao.